Künstliche Intelligenz und ChatGPT erobert seit einigen Monaten rasend schnell eine Branche nach der anderen. Und es ist wirklich unglaublich, was die künstliche Intelligenz jetzt heute schon kann und wie schnell die Entwicklung ist. Und eine Branche nach der anderen, ja, wird revolutioniert durch künstliche Intelligenz. Und ich persönlich habe mich in den letzten Monaten sehr, sehr viel mit dem Einsatz von künstlicher Intelligenz in der Steuerberatung beschäftigt. Und es gibt viele Studien, die sagen, dass die Branche der Steuerberater fundamental betroffen sein wird. Und in diesem Video schauen wir uns mal den Status quo an. Also wo steht künstliche Intelligenz heute schon? Kann es die Steuerberatung und die Steuerberater irgendwann ersetzen? Und ich zeige dir vor allem, wie du schon heute ChatGPT dafür nutzen kannst, deine steuerlichen Fragen beantwortet zu bekommen. Denn das geht heute schon sehr, sehr zuverlässig. Als erstes wollen wir aber erstmal die Frage beantworten, wie klug ist ChatGPT eigentlich? Das, was man so in den Headlines liest, ist ja durchaus beeindruckend. Zum Beispiel Deutschlandfunk hat geschrieben, KI besteht nun auch US-Examen für Wirtschaftsprüfer und Steuerberater. Sehr, sehr beeindruckend. Das Problem ist, das ist das US-Examen. Wie sieht das denn aus mit dem deutschen Steuerberater-Examen? Ja, und da ist das Ganze so ein bisschen ernüchternd. Juve Steuermarkt hat zum Beispiel geschrieben, ChatGPT besteht Prüfungsaufgaben für Steuerfachangestellte. Dafür muss man wissen, dass es so auf dem Weg des Steuerberaters so drei Ebenen gibt. Einmal gibt es die Steuerfachangestellten, dann gibt es die Steuerfachwirte, die sind ein bisschen höher qualifiziert, und dann die Steuerberater. Das heißt, wir haben eigentlich so drei Stufen an Steuerexperten in Deutschland. Und in den USA ist ChatGPT schon so auf der höchsten Ebene angekommen, in Deutschland ja gerade so auf der ersten Ebene. Das ist schon mehr, als die meisten Leute über Steuern wissen, aber es reicht halt auch noch nicht so richtig, um seinen Steuerberater zu ersetzen mit ChatGPT. Und diese Unterschiede zwischen USA und Deutschland liegen nicht darin begründet, dass US-Steuerberater viel dümmer sind als deutsche Steuerberater. Es liegt auch nicht an der Technologie und es liegt auch tatsächlich gar nicht daran, dass das deutsche Steuerrecht so viel komplizierter ist als das US-Steuerrecht. Das US-Steuerrecht ist mit den ganzen Bundesstaaten auch ziemlich kompliziert und trotzdem ist ChatGPT in den USA viel, viel intelligenter. Es liegt vor allen Dingen an den Trainingsdaten. ChatGPT, also OpenAI, ist ein US-Unternehmen und natürlich haben die vor allen Dingen US-Inhalte genommen, um quasi ja, ChatGPT bzw. GPT-4 zu trainieren. Das heißt, es sind viel mehr Trainingsdaten, englischsprachige, amerikanische Trainingsdaten eingeflossen in das Trainieren des Modells. Das deutsche Steuerrecht ist beim Training von GPT einfach noch nicht so berücksichtigt worden. Das hat auch einen Hauptgrund und zwar ist viel steuerliches Fachwissen hinter Paywalls. In Deutschland ist es vollkommen üblich, dass Fachwissen nicht frei zugänglich ist. Also Steuerfachwissen ist in irgendwelchen teuren Datenbanken von Beck oder LexOffice oder NWB oder Haufe. Das heißt, da kommt so ein Crawler von OpenAI kommt an diese Informationen gar nicht dran. Und deswegen konnte das Modell darauf noch nicht trainiert werden. Es gibt einige frei verfügbare Informationen über das deutsche Steuerrecht. Zum Beispiel auf der Seite des Finanzministeriums, vom Bundesfinanzhof. Und natürlich gibt es eine ganze Reihe von Webseitentexten. Aber ganz ehrlich, ich kann dir nicht wirklich empfehlen, bei steuerlichen Fragen einfach mal zu googeln. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwelche falschen Informationen oder veraltete Informationen findest, die ist halt relativ hoch. Und das gleiche Problem haben wir ehrlicherweise mit ChatGPT auch, weil ChatGPT wurde genau auf diesen Informationen trainiert und so richtig vertrauen kann man darauf nicht. Deswegen funktioniert dieser Kanal ja Gott sei Dank auch ganz gut, weil es da noch nicht so viel Konkurrenz gibt. Aber schauen wir uns das Ganze doch einfach mal ganz konkret anhand eines Beispiels an. Und zwar frage ich ChatGPT einfach einmal, welche steuerlichen Neuerungen gibt es im Jahr 2024 für Selbstständige? Und die Antwort ist, es tut mir leid, aber ich habe keinen Zugriff auf aktuelle Informationen über steuerliche Neuerungen im Jahr 2024, da mein Wissen im Januar 2022 endet. Das ist ehrlicherweise für steuerliche Beratung eine Katastrophe. Also das ist sehr ungünstig, weil es natürlich jedes Jahr steuerliche Änderungen gibt. Und ich möchte nicht wissen, wie ich meine Steuererklärung vor 3 Jahren hätte erledigen müssen, sondern ich will wissen, wie ich es heute richtig machen muss. Steuerrechtliche Bestimmungen und Regelungen können sich von Jahr zu Jahr ändern und variieren von Land zu Land. Um über aktuelle steuerliche Neuerungen für Selbstständige im Jahr 2024 informiert zu sein, empfehle ich, sich an einen Steuerberater oder an die zuständige Steuerbehörde in Ihrem Land zu wenden. Diese Experten können Ihnen die neuesten Informationen und Ratschläge zu steuerlichen Angelegenheiten geben, die auf Ihre individuelle Situation zugeschnitten sind. Na, herzlichen Dank auch. Die künstliche Intelligenz verweist mich jetzt also auf den Steuerberater. Meine Hoffnung war, dass ChatGPT irgendwann meinen Steuerberater ersetzt
ersetzen kann. So in dieser Form offensichtlich leider noch nicht. Doch versuchen wir das Ganze vielleicht mal mit einer Frage, die ja sich jetzt nicht tagesaktuell ändert. Und zwar so eine Frage wie, welche Kosten kann ich eigentlich als Betriebsausgabe absetzen? Und da schreibt mir ChatGPT schon mal eine lange Liste. Grundsätzlich, die absetzbaren Betriebsausgaben für Selbstständige können je nach Land- und Steuergesetzgebung variieren. Aber im Allgemeinen können sie viele Kosten im Zusammenhang mit ihrer selbstständigen Tätigkeit als Betriebsausgabe geltend machen und die häufigsten Kosten, jetzt Bürokosten, Material, Reisekosten, Marketing und Werbeaufwand, berufliche Weiterbildung, Versicherungsprämien, Mietkosten, Buchhaltung und Steuerberatungskosten, Betriebsfahrzeuge, Zinsen und Finanzierungskosten, Betriebskosten für Strom, Wasser und so weiter. Das heißt, ich bekomme hier eine Liste mit 11 Punkten oder 11 Kategorien, was ich so absetzen kann. Und ich muss ehrlicherweise sagen, so beim ersten drüberlesen, und natürlich habe ich das Ganze regelmäßig getestet und teste es auch immer wieder in der Hoffnung, dass es immer besser wird, muss ich ehrlicherweise sagen, die Antwort ist gut. Das heißt, die Vorteile von ChatGPT erstmal sind, es antwortet mir. Wer von uns kennt es nicht? Man schreibt seinem Steuerberater eine E-Mail und 14 Tage später hat man immer noch keine Antwort und ChatGPT antwortet mir hier zugegebenermaßen auf eine relativ einfache Frage innerhalb von Sekunden. Das ist schon mal sehr, sehr hilfreich. Und die Strukturierung und die Art und Weise, wie mir das erklärt wird, ist klar und verständlich. Das gefällt mir grundsätzlich sehr, sehr gut. Was mir aber auffällt, ist, gerade wenn es ein bisschen komplizierter wird, dann ist ChatGPT häufig so ein bisschen ungenau. Und da hilft mir das denn nicht so richtig, wenn ich weiß, die Antwort ist wahrscheinlich richtig. Das hilft mir, wenn mir ChatGPT bestimmte Dinge erklärt, aber es hilft mir halt nicht als Berater. Was habe ich von einem Rat, von dem ich weiß, dass der wahrscheinlich vielleicht richtig ist? Das heißt, zusammengefasst kann man sagen, ChatGPT 3.5 hat zwar eine klare Sprache, es antwortet mir überhaupt, also es sind riesengroße Vorteile im Vergleich zu vielen anderen Steuerberatern, aber es ist erstens nicht aktuell, das heißt, die aktuellsten gesetzlichen Änderungen, die hat ChatGPT, zumindest in der Version, einfach nicht. Es ist im Detail immer nicht so 100% genau und dadurch auch nicht richtig verlässlich. Von daher muss ich sagen, ja, das ist nett, aber es hilft mir auch nicht so richtig viel. Es ist so ähnlich gut wie googeln halt einfach. Und das war's dann auch. Spannender wird das Ganze tatsächlich, wenn du einen ChatGPT Plus Account hast. Und wir wechseln einfach mal in den ChatGPT 4 Modus. Und da gibt es nämlich deutlich mehr Funktionen. Und da würde ich sagen, da fragen wir einfach nochmal die gleiche Frage noch einmal. Und zwar, welche steuerlichen Neuerungen gibt es im Jahr 2024 für Selbstständige? ChatGPT hat nämlich die Möglichkeit, das Internet zu durchsuchen. Und ja, in dem Training von ChatGPT 4 sind jetzt noch keine tagesaktuellen Informationen über das Steuergesetz im Jahr 2024 eingeflossen. Aber ChatGPT kann sich diese Informationen halt aus dem Internet holen. Und das macht das Ganze tatsächlich schon ja, deutlich interessanter. Und hier bekomme ich auch schon eine vernünftige Antwort. Im Jahr 2024 gibt es eine Reihe von steuerlichen Neuerungen für Selbstständige in Deutschland. Hier sind einige der wichtigsten Änderungen. Geschenke und Feiern. Freigrenze für Geschenke an Kunden, Geschäftspartner. 35 auf 50 Euro pro Geschenk erhöht werden. Und hier sehe ich auch immer gleich die Quelle. Die kann ich auch einfach einmal direkt aufrufen. Das heißt, hier auf buchhaltungsbutler.de gibt es offensichtlich Informationen. Umsatzsteuervoranmeldung und Umsatzsteuererklärung. Die Schwellenwerte werden erhöht, wodurch mehr Unternehmen von der Verpflichtung zur Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung befreit werden. Verpflegungsmehraufwand soll sich ändern, Erhöhung des Mindestlohns, Grenzen für doppelte Buchhaltung, Abschreibungen, GWG steigt auf 1.000 Euro und Grenze Sammelposten wird auf 5.000 Euro angehoben, Künstlersozialabgabe bleibt bei 5%. Ist auch ganz witzig, dass ich auf Veränderung frage und hier steht, ändert sich nichts. Ich bekomme Antworten und das gefällt mir ganz gut. Auch hier würde ich sagen, ich habe es natürlich mit vielen anderen Beispielen auch getestet, im Detail ist ChatGPT auch in der 4.0 Version noch ungenau und dadurch nicht so 100%ig verlässlich. Aber mit ChatGPT Plus gibt es zumindest aktuelle Informationen und auch die Klarheit der Strukturierung. Mir gefällt die Struktur. Und natürlich hat er sich jetzt vollkommen willkürlich 7 Punkte rausgegriffen. Ich kann natürlich jetzt ganz konkret Fragen oder auch Rückfragen stellen. Wie ist denn das nochmal genau mit Verpflegungsmehraufwand? Was hier übrigens, ja, ich würde mal sagen, schon auch eine wichtige Information gewesen wäre, ist, dass ganz viele Punkte, die hier stehen, im Wachstumschancengesetz stehen und das noch nicht final beschlossen worden ist. Das meine ich somit inhaltlich, ich würde mal sagen, im Detail nicht so ganz genau. Das liest sich hier so, als wenn das alles schon beschlossene Sache ist, ist es aktuell leider noch nicht. Deswegen, mir gefällt die Art der Antwort, aber im Detail noch nicht so 100%ig verlässlich. Aber man kann die Qualität der Antwort auch noch einmal verbessern durch eine kleine Ergänzung im Prompt. Und das schauen wir uns doch einfach einmal an. Wir öffnen einen neuen Chat und sagen dieses Mal, welche steuerlichen Neuerungen gibt es im Jahr 2024 für Selbstständige? Die Frage kennen wir jetzt. Wir schreiben aber noch dazu, recherchiere, bevor du antwortest, 3 Quellen und antworte mir nur, wenn du die Antwort mit allen 3 Quellen belegen kannst. Wozu führt diese kleine Ergänzung? ChatGPT durchsucht dir das Internet und gibt dir nur Antworten, wenn es
auf mehreren Webseiten, Blogs, Beiträgen und so weiter steht. Zum Beispiel Finanzministerium, irgendwelche Steuerberater, Steuersoftware und so weiter. Und natürlich steigt die Verlässlichkeit einer Aussage, wenn zum Beispiel zwei Steuerberater und das Finanzministerium genau das Gleiche auf ihren Webseiten schreiben. Das heißt, ChatGPT sucht jetzt nach aktuellen Quellen. Das ist wahnsinnig wichtig, dass ich keine Antworten von vor 3 Jahren bekomme. Die findet man leider relativ häufig im Internet. Und Antworten, die einen gewissen Konsens haben. Natürlich kann immer noch Quatsch bei rauskommen, aber durch diese Ergänzung deines Prompts steigt die Qualität der Antworten ganz erheblich an. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass du dich ehrlicherweise darauf ziemlich gut verlassen kannst. Ich meine, das Ganze ist so, als wenn du eine bestimmte Frage hast und anfängst zu googeln und so lange recherchierst und Webseiten liest und so weiter, bis du eine Aussage findest, die von 3 Quellen bestätigt ist. Natürlich ist die inhaltliche Qualität dieser Antwort dann besser. Der Vorteil an ChatGPT ist, dass ChatGPT deutlich schneller lesen und das Internet durchsuchen kann als du. Und ich benutze tatsächlich diese Ergänzung in den Prompts, um die Skripte für dieses Video zu stellen und alle anderen Videos auch. Natürlich verlasse ich mich nicht ausschließlich darauf, auch das solltest du nicht tun. Wir schauen uns einfach mal die Antworten an. Es gibt einen höheren Grundfreibetrag und du kannst hier hinten ja immer auf die Quelle klicken. Und wenn ich jetzt sehe, naja, das Finanzministerium hat das geschrieben, dann kannst du dich darauf verlassen, dass das wahrscheinlich so stimmt. Natürlich kannst du in der Quelle jetzt auch so lange lesen, bis du die richtige Stelle gefunden hast, aber du kannst das Ganze quasi ziemlich einfach überprüfen. Denn gibt es Anpassungen im Umsatzsteuerrecht, zum Beispiel ermäßigter Umsatzsteuersatz von 7% für verzehrte Speisen, das ist so Gastronomie, Grenzen bei der Ist-Versteuerung von 600.000 auf 800.000, Anhebung der Grenzen für doppelte Buchhaltung, also Bilanzierungspflicht, Verbesserung bei Betriebsausgaben, Änderung bei Abschreibung, weitere wichtige Neuigkeiten, und einmal das Bürokratieentlastungsgesetz. Wir sehen also, das Ganze ist noch viel strukturierter, es ist belegt, teilweise durchs Finanzministerium und so weiter. Meine persönliche Einschätzung ist, dass die Antwortqualität schon heute sehr, sehr, sehr dicht an die Qualität, der inhaltlichen Qualität eines Steuerberaters herankommt. Der große Vorteil bleibt hier immer noch, das Ganze ist für mich leicht verständlich. Und diese Maschine antwortet mir sofort. Und deswegen muss ich sagen, ChatGPT 4, also Plus, mit diesem Zusatz in deinem Prompt, bietet dir tatsächlich sehr, sehr, sehr gute Antworten. Du bist natürlich immer darauf angewiesen, dass es zu deinen Fragen öffentlich Quellen gibt. Manchmal gibt es einfach Fragen, da musst du mehr Kontext geben. Da muss man deine persönliche, individuelle Situation kennen und in Kontext setzen. Und dazu gibt es halt ganz oft keine öffentlichen Quellen. ChatGPT bereitet jetzt mit diesem Prompt einfach nur öffentliche Quellen für dich gut konsumierbar zusammengefasst auf. Das ist eine wahnsinnig große Erleichterung, aber es ist halt noch keine individuelle Beratung. Das geht heute noch nicht. Aber ganz ehrlich, meiner Meinung nach ist das nur eine Frage der Zeit. Ich bin sehr gespannt auf GPT 4.5 oder 5 und ich bin auch absolut davon überzeugt, dass so einfache alltägliche Beratung, dass das eine KI sehr zeitnah noch viel besser kann als so ein Steuerberater. Eigentlich gibt es nur eine einzige Art und Weise als Selbstständiger noch besser Steuerwissen zu konsumieren und auf dem Laufenden zu bleiben. Und zwar natürlich diesen Kanal zu abonnieren, denn ich habe vorher einen schönen Prompt geschrieben, ich habe das Ganze aufbereitet, ich habe es für dich aufgenommen und so weiter. Das Einzige, was du tun musst, ist, diesen Kanal zu abonnieren und immer die neuesten Videos zu gucken. An dieser Stelle übrigens ein kleiner Hinweis, ich habe übrigens auch schon ein Video aufgenommen zu dem ganzen Thema, was ändert sich steuerlich eigentlich im Jahr 2024. Das Video verlinke ich dir einmal oben rechts. Das heißt, die Frage habe ich dir schon einmal in Form eines Videos beantwortet. Schreib mir unten in den Kommentaren unbedingt einmal, ob du ChatGPT benutzt, was du hältst von der ganzen Entwicklung und würdest du einem steuerlichen Rat von ChatGPT vertrauen? Und ganz wichtige Frage, wo ich gerne eine Antwort hätte, ist, interessiert dich das ganze Thema künstliche Intelligenz in der Steuerberatung und wie ChatGPT oder künstliche Intelligenz generell eine Steuerberatung ersetzen kann und dich vielleicht tatsächlich auch in deiner Buchhaltung unterstützen kann? Denn ich habe in den letzten Monaten, ich muss mal sagen, so einen kleinen Nebenjob gehabt und zwar mache ich regelmäßig Trainings und Vorträge für Steuerberater, in denen ich Steuerberatern und Mitarbeitern von Steuerberatungskanzleien erkläre, wie sie ChatGPT einsetzen können. Zum Beispiel für einige Fachverlage wie NWB Verlag oder den Erich Schmidt Verlag oder das IFO-Institut. Das heißt, überall gibt es Schulungen von mir über das ganze Thema künstliche Intelligenz in der Steuerberatung und da gibt es wahnsinnig viel zu berichten. Und wenn das ganze Thema für dich, für euch spannend ist, dann schreibt mir das unbedingt einmal in den Kommentarbereich, weil dann gibt es dazu in den nächsten Wochen und Monaten ein paar mehr Videos. Denn es gibt einige Tools, die machen das Ganze sehr, sehr, sehr spannend. Aber natürlich kann ich nicht nur KI-Tools und ChatGPT
ChatGPT empfehlen, sondern auch einige Buchhaltungsprogramme, Steuerprogramme, Bücher, Steuerberater und so weiter. Alle meine Empfehlungen, die ich für dich habe, findest du unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke sie dir aber natürlich gerne auch noch einmal hier. Und jetzt könntest du direkt das nächste Video anschauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.